Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Ich habe euch ja schon am Ende des Herbst-Winter-Kollektion Parfüm-Videos gezeigt bzw. angekündigt, dass ich ein separates Video von Federico Mahora nochmal drehen möchte, denn er hat mir 10 Samples Duftproben zu der Bestellung bzw. zu dem Parfüm dazu gegeben, worauf ich jetzt etwas näher eingehen möchte. Ich möchte euch kurz die Duftcharakteristik jedes Einzelnen vorstellen, wann und warum ich es in welcher Situation tragen würde. Das Original bzw. die große 15 ml Flasche war dem Tom Ford Oud Wood angelegt und ja, ich muss sagen, es performt wirklich sehr stark, ist sehr ergiebig und steht dem Original eigentlich im kaum nach. Aber lasst uns keine Zeit verlieren und beginnen wir hier mit dem ersten Sample dieser Kollektion. Wir haben hier als erstes den Duft Ruby und hier haben wir Kaschmirwut, Jasmin, Zitrus in den Topnoten. In den Herznoten haben wir Vanille, Amberwood und Balmy und in den Basisnoten White Oud, Black Musk, also Moschus und trockenes Holz Dry Wood. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein etwas schwererer Duft, den ich mir sehr gut vorstellen kann für einen Mann, der ja im Herbst, Winter, wenn es doch etwas kühler ist, dadurch, dass das ein etwas schwererer Duft ist, ein Schal trägt und diesen Duft vielleicht mit 2-3 Sprühstößen aufträgt. Es ist wirklich sehr gut in der Performance und etwas für Männer, vielleicht in etwas gesetzterem Alter, weil es wirklich ein schwerer Duft ist und exzellent für die kalte Jahreszeit nutzbar ist. Als zweites haben wir hier ein rotes und dieses nennt sich Flamingo. Hier haben wir in den Topnoten unter anderem ja, Blackberry, Sorbet, Green, Elantine, die Herznoten Rosé, also Rose, Jasmin und Aprikot. Und in den Basisnoten haben wir hier Holz, etwas Rose. Rose ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber ich mag zum Beispiel, mein Lieblingsrosenduft ist von Cartier, wie heißt der, Declaration de Unsoi oder so, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wobei ich glaube, das habe ich nicht, aber sei es drum, ich denke, ihr wisst, welchen ich meine. Und natürlich ist auch hier Musky drin und dieser Duft ist etwas, den würde ich als Unisex-Duft bezeichnen, der kann sowohl von einem Mann als auch von einer Frau getragen werden. Aus meiner Warte her etwas für den Frühling, etwas für den Übergang vom Frühling zum Sommer geeignet. Als drittes haben wir hier den Ambergris, etwas grau-blaues. Und hier haben wir Bergamotte, roten Pfeffer, Kumite, Kardamom, wilde Jasmin in den Herznoten, Ilang Ilang. Unter anderem und in den Basisnoten Tonkabohne, etwas Leder, etwas Patchouli und ist doch etwas maskuliner, wobei ich hier sagen würde, wenn ihr eine schöne Strickjacke, einen ordentlichen schönen Sweater, dazu zerrissene Jeanshosen tragt, ist dieser Duft eigentlich ganz gut geeignet. Er hat etwas Frische, er hat etwas Maskulines und auch hier in der Übergangsphase von ja, Frühling zum Sommer, aber auch Winter zum Frühling ganz gut geeignet. Ambergris. Als nächstes haben wir hier Bubble, ist in einem gelben Sample Pack vorhanden. Und hier haben wir in den Topnoten Bergamotte, Kardamom und Zitrone oder Lime. Dann in den Herznoten haben wir Jasmin und Spearmint, also ja, Spearmint. Die Basisnoten Holz, Moschus und Zeder, also auch hier wieder etwas eher für den
männlichen Teil etwas männlich, nicht ganz so stark von, nicht ganz so stark holzig, aber auch etwas Frische durch den Kardamom und der Zitrone, also etwas Frisches für den Frühling, für den Herbst dabei. Und das nächste haben wir hier, Ambre Royal mit Bergamotte, Orange, Apfel, Zimt. In den Herznoten haben wir hier Zedernholz und Tabak. Basisnoten, was ja am längsten hält und diesen Duft charakterisiert, beziehungsweise diesen Duft werdet ihr über mehrere Stunden wahrnehmen: Patchouli, Tonkabohne, Myrrhe und Moschus. Auch hier etwas, ja, fast etwas erdiger, orangenlastiger Duft, auch eher etwas für den Winter, Frühling geeignet. Den würde ich jetzt nicht unbedingt so empfehlen, wenn es heißt sportlich frisch im Sommer bei 30, 35 Grad draußen, ist dieser etwas zu schwer, aber in der Übergangsphase Herbst, Winter, Winter, Frühling kann ich diesen ganz gut empfehlen. Machen wir weiter, hier haben wir Muffin. Dieser kommt mit einer lilanen Verpackung daher. Topnoten haben wir Lemon, also Zitrone, Rosé, also Rose, Safran. Herznoten etwas holziger, etwas ledriger. Und in den Basisnoten Oud, Wood, Vanille und Amber. Auch hier sieht man mal, das ist auch etwas ein süßlicher, ein etwas frischer Duft. Den Muffin kann ich auch hier als Unisex-Duft beschreiben bzw. bezeichnen, kann von Mann und auch Frau getragen werden, ist etwas frischer, ist etwas für die Phase Frühling-Sommer, weil dieser ist nicht schwer, wirkt frisch, wenn ihr irgendwo zu einer Party eingeladen seid, vielleicht sogar einer Beachparty oder einem abendlichen Dinner, wo ihr etwas frischer und nicht so schwer riechen wollt, kann ich euch den lilanen Duft Muffin nur wärmstens empfehlen. Und dann kommen wir auch zu den besten vier Düften. Und jetzt haben wir hier Sexy Kaschmir, kommt in einer etwas dunkleren lilanen Verpackung daher. Haben wir hier in den Topnoten Plum, also Pflaumen. Und sagt mir mal, welcher Duft riecht denn nach Pflaume? Es gibt einen Duft, da kann ich mich noch dran erinnern, das habe ich vor, 10, 15 Jahren gerochen und das lässt mich eigentlich auch nicht mehr los. Ich habe es immer noch im Hinterstübchen. Da gab es mal einen Mont Blanc Duft in einem halbrunden Flakon, war auch etwas von der Farbcharakteristik etwas lila angehaucht und ich habe ihn bis jetzt nicht wiedergefunden und ich weiß auch leider nicht, wie er heißt. Wenn jemand von euch einen Mont Blanc Duft kennt, der etwas nach Pflaume riecht, den es vor 15 Jahren ungefähr mal zu kaufen gab, kann es mir bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Ich suche, also nicht verzweifelt suche ich den, aber wenn er mir nochmal zwischen die Hände gerät, würde ich diesen Duft gern noch einmal riechen wollen. Aber kommen wir hier zum Sexy Kaschmir Duft von Federico Mahora. Und dieser ist, ja, es ist ein etwas schwererer Duft und muss ich sagen, etwas für den Herbst, Winter, eigentlich das perfekte, der perfekte Duft ja für eine Weihnachtsfeier bzw. eine Weihnachtsfeier im Kreise der Familie. Er ist wohlig warm, er ist umschmeichelnd, wenn ihr den auf eurem Schaltuch tragt oder generell auf einem Schal, kommt dieser sehr gut an, etwas schwer, nicht ganz so süßlich, aber es hat eine Note bzw. eine Kombination aus herberen Düften gepaart mit weichem Kaschmirduft, mit etwas Süße. In den Herznoten haben wir hier Ylang Ylang, Zedernholz, Patchouli, Iris etwas und in den Basisnoten unter anderem Sandelholz, Vanille und Moschus. Und das ist eine gute Kombination, denke ich mir, wenn ihr gut performen wollt. Im Winter
Übergangsphase zu in der Neu ja, zwischen den Jahren, Weihnachtsfeier, aber auch im Herbst, wenn ihr euch einfach wohlig warm fühlen wollt. Und jetzt kommen wir zu den letzten drei. Wir haben hier Violent Oud, hier in den Topnoten natürlich Saffronflower, Rose wieder, Herznoten haben wir hier, ja, gefrostete Raspberry, wilde Rose, unter anderem dann in den Basisnoten Oudwood, weißer White Musk und Amberwood, also hier etwas schwereres. Hier die Verpackung ist auch in sehr dunkellila schwarz gehalten, Innenseite lila, Violent Oud, wirklich etwas holzig, etwas maskuliner, natürlich eher etwas für den Mann. Auch hier, dadurch, dass dieser Duft etwas schwerer ist, doch eher in die Kategorie Herbst-Winter zu stecken, aber definitiv auch einen Test wert. Die letzten beiden haben wir hier mit dem ganz normalen, simplen Wort Black, kommt auch mit einer schwarzen Verpackung mit goldenem Inlay daher, in den Topnoten Saffron, Holz, dann haben wir in den Herznoten Vetiver, Amber und Vanille und in den Basisnoten Leder, Sandelholz und Amberwood, und das ist auch schon von der Duftcharakteristik etwas für den Mann. Der performt sehr, sehr stark. Oh, hier ist weniger mehr angesagt und ich muss sagen, sehr, sehr holzig, sehr, sehr maskulin. Ja, der ein oder andere würde schon fast sagen, etwas streng, aber sehr holzig, sehr tief, ja. Ja, eigentlich top holzig, nicht zu stark, so fast schon wie ein Lagerfeuer, ein etwas verbranntes Holz. Ja, also der liefert schon ordentlich ab. Wer auf holzigen Duft, verbranntes Holz etwas steht, der fährt mit dem Black absolut, ja, absolut richtig, aber wie gesagt, weniger ist mehr. Top Performance. Und der letzte Duft in diesem Bunde ist Gold. Gold, schwarze Verpackung, goldenes Inlay, kommt Pink Pepper, Cedarwood, Nutmeg an in den Topnoten. In den Herznoten haben wir hier Orris, Safran, Vetiver und in den Basisnoten Patchouli, Black Musk, Amber und so weiter. Aber auch hier wieder ein etwas, also schon männlicher Duft und eher auch etwas schwerer für die Übergangsphase Herbst-Winter, Winter-Frühling gedacht. Ja, aber nicht, wie man vielleicht vermutet, zu stark. Nein, es ist auch etwas frischer im Opening und verteilt sich dann über mehrere Stunden dann halt hin zum Patchouli, Amber und Black Musk. Auch exklusiver und natürlich auch Herrenduft. In der kälteren Jahreszeit auf dem Schal gesprüht, bekommt ihr eine sehr gute Performance mit dem Duft Gold. Also nochmal, um zusammenzufassen, bekommt ihr von Federico Mahora wirklich ein Potpourri an verschiedenen Duftcharakteristiken, die sich über das ganze Jahr hinweg ziehen. Für jede Nase, für jeden Charakter ist hier der richtige Duft dabei. Schaut euch auf der Webseite mal um, nehmt euch Zeit, die Inhaltsstoffe bzw. die Duftcharakteristiken zu analysieren und auf euch zuzuschneiden. Wie gesagt, der Umfang ist eigentlich schier unendlich und es ist, ja, es kostet ein wenig Zeit und ihr werdet sicherlich auch mehr als nur ein Duft für euch entdecken. Aber lasst es euch gesagt sein, diese Düfte haben wirklich eine sehr gute Performance, halten lange an und sind sehr intensiv von ihrem Duft her. Ja, es war ein langes Video. Danke euch fürs
einschalten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, dass ihr so lange durchgehalten habt, und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist begrüßen zu dürfen. Bis dahin, beste Grüße, euer TK.